Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zur Let's Play Counter-Strike mit mir, dem Interfox. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die Aufrufzahlen für Counter-Strike sind einfach bodenlos, ey. Vielen, vielen Dank. Wer hätte gedacht, dass das Let's Play so gut ankommt? Und wir machen auch direkt weiter, würde ich sagen. Ich hoffe, die Toneinstellung passt. Ja. Mission abgeschlossen, tägliche Anmeldung. Dann gehen wir mal in die tägliche Anmeldung rein. Ui, ui, da gibt's ganz viel tolles Zeug. Was haben wir da alles bekommen denn? Viele neue Items, die ich noch nicht kenne. Was ist das? Eigene Kerne-Coupon, eine stabile Karte mit Goldrand, die verdichtete Energie. Könnt ihr aufhören, das so schnell wegzuswipen? Ich kann nicht lesen, was ich da bekomme. Mann. So. Zieh nicht zu stark an meinem Schwanz. Er ist der empfindlichste Teil dieses Körpers. Wenn sie es noch einmal tun, kitzel ich sie, bis sie ihre Lektion lernen. Das. Ja. No Kommentar. Wir gehen erstmal in die Rekrutierungsphase. Boah, ich kann es immer noch nicht aussprechen, Leute. Fuck. Und kriegen momentan irgendwie Sonder. 10-mal täglich kostenlos rekrutieren bis zu einmal. Okay, let's go. Mal gucken, was wir rausbekommen. Vielleicht irgendwas Geiles. Okay. Thaddeus. Boomy. Nochmal Thaddeus. Claudia Nielsen. Boomy. Oh! Yo! Licorice. Oh! Oh, geil! Lulu Albtraum, ein SSR. 3 Sterne, super. Oh! Und Glitch. Hier kommen die besten Plünder von Scavenger. Wer bist du? Und nochmal Amy. Das sieht doch gut aus. Also rekrutieren wir nochmal 10-mal. Oh! Da war ein SR dabei. Direkt zu Anfang an. Gabriel Jun, der wilde Brecher. Was machst du da? Ist das dich, der Pelikan? Keine Ahnung. Irie Alford. Übrigens, Leute, wir sehen uns sofort wieder. Ich glaube, der Ton war etwas zu laut. Und ich möchte nicht die ganze Zeit schreien. Kim Chowon. Oh. Oh geil, ich habe Kim auch noch gezogen. Jake Walker. Oh, fancy. Heroes Aki. Final Lovell. Boah, das sieht... Taras Quay. Ich habe einfach einen Panzer gezogen. Monet? Cool. Geil. Also, um 4 Uhr kann ich weiterziehen. Aber wir haben ja noch weitere Sachen zum Ziehen. Aber wen möchte ich? Mini Ray, Jin Bora. Okay, ich glaube, hier sind wir gut. Die Wahrscheinlichkeit für Karin Wong, das wäre natürlich... geil. So. Ja, wir kriegen wieder was Gutes dabei. Licorice. Nayuka Minato. Amy. Cho.
Nochmal Amy. Nochmal Amy. Lee. Nochmal Cindy Looper. Boomy. Boomy. Nur Schrott. Fuck. Egal, Leute. Alle guten Dinge sind nochmal 5. Yuna Springfield. Sylvia Lena Cooper. Hat die eine Switch in der... Die hat einfach eine Nintendo Switch in der Hand. Das ist geil. Das ist ein nettes Detail auf jeden Fall. Einmal gratis machen. Oh, Alter, wie viele von den Leuten, wie viele von diesen Thaddeus solchen einsetzen? Egal, wir werden die Zeit nutzen. Ich werde jetzt tatsächlich mal schnell in den Trupp reingehen. Wir haben ja unseren einen Trupp, den möchte ich auch so lassen gerne. Aber ich möchte einen zweiten Trupp gerne erstellen. Mit komplett anderen. Unter, ja, Führung von... Ja, unter Leitung von denen hier. So. Die werden wir in Zukunft benutzen, aber ich werde sie noch offgame einmal trainieren. Ich möchte das aber nicht jetzt machen, muss ich zugeben. Weil wir haben schon so viel Zeit verloren. Wir wollen ja auch ein bisschen in der Story weitermachen, weswegen wir uns eben die Missionen aneignen hier. Und dann machen wir uns auf in die Operation. Und ich trinke natürlich wieder nebenbei was, Leute, weil... Ne, es ist... Ansonsten werde ich das mit der Stimme einfach gar nicht hinkriegen. Ich habe beim letzten Mal, muss ich übrigens zugeben, ich habe... Akt 1 komplett gemacht, Akt 2, Akt 3, Akt 4 noch nicht. Wir machen aber jetzt mit 4.3 weiter. Let's go! So, und einsetzen. Let's go. Ich habe ihn gefunden. Ich habe den zweiten Dämon im Blick. Die Energiesignatur der Verderbniswelle wurde über den Datenlink der Administration bestätigt. Der Dämon wird namentlich aufgeführt. Codename Ministra. Es ist ein ungemein gefährlicher Dämon, der 5 Counter abgeschlachtet hat. Meisterin. Ich habe Angst. Und du machst mir Angst mit deiner gruseligen Stimme. Außerdem, mein Lehrling, kannst du bitte aufhören, dich an mich zu klammern und mir ins Ohr zu flüstern? Wie dem auch sei, du bist viel netter, als ich dachte, Mina. Ich kann kaum fassen, dass du diesen Mistkern helfen willst, nach dem, was sie getan haben. Du rührst mich fast zu Tränen. Halt die Klappe, das ist jetzt nicht wichtig. Eine Kommandantin sagte mir einmal, es ist ein Geschäft. Und sie hatte recht. Was vorhin geschah, es geschah, weil ich so naiv war, dass sie mich ausnutzen konnten. Dafür kann ich niemandem sonst die Schuld geben. Ich will nicht länger wütend sein oder das Opfer spielen. Aber ich werde sie auch nicht einfach gewähren lassen, nicht nachdem sie mich wie eine Idiotin behandelt haben. Oh. Ich habe nichts davon, sie im Stich zu lassen, verstehst du? Klar, es würde ein paar Rachegefühle befriedigen. Aber es würde auch ein schlechtes Licht auf meine Erfolgsbilanz werfen. Alles in allem ist es besser, den Schatten zu besiegen und den Altrupp zu retten. Ich wusste es. Du hast das Herz eines Engels. Was redest du da? Ich werde sie natürlich dafür bezahlen lassen, ihr Leben zu retten. Und dafür, dass sie mich angelogen haben. Bezahlen, buchstäblich, in bar. Schließlich geht es ums Geschäft, oder? Was? Wie bitte? Dacht ihr, ein wenig Rache würde ausreichen, damit ich die Sache auf sich beruhen lasse? Nichts da.
Nur Bargeld kann mein gebrochenes Herz heilen. Und wenn sie kein Geld haben, dann werde ich dafür sorgen, dass sie all ihr Eigentum verkaufen. Bis auf die letzte Socke. Bis ich jeden Cent bekomme, den sie mir schuldig sind. Mina, du kannst ganz schön fies sein. Musst du gerade sagen. Aber ich glaube, dafür mag ich dich umso mehr. Git, nein, danke. Wir sind in Gefechtsreichweite von Ministra. Sie scheint unsere Annäherung bemerkt zu haben. Okay, dann dürfen wir uns jetzt mit dem nächsten anlegen. Ah, hier kommen weitere Zutaten für meine Schwesternschaft. Moment. Wo ist meine kleine Schwester? Warum ist sie nicht mit euch gekommen? Sie ist definitiv ausgerückt, um euch zu begrüßen. Moment. Kleine Schwester? Ha, meinst du das hier? Ich habe diesen Eterniumskristall in den Überresten deiner Schwester gefunden. Er ist ganz schön groß, was? Leider konnte ich mich nicht mehr bei ihr dafür bedanken. Stattdessen danke ich nun dir. Selbst nach Abzug von Steuern sollte das mehr als genug sein, um den Treibstoff zu bezahlen. Danke, ich werde es weise einsetzen. Ihr Narren! Wie könnt ihr es wagen, meiner Schwester das anzutun? Habt ihr eine Ahnung, wie lange ich gebraucht habe, um sie wieder zusammenzusetzen? Was heißt hier zusammensetzen? Ich hinterfrag das lieber nicht. Ich bezweifle, dass sie das zu schätzen wusste. Das werde ich euch nie verzeihen. Ich werde euch in Stücke reißen. 10-mal, 100-mal. Ich werde euch immer und immer wieder zusammensetzen. Und dann noch einmal. Git, das klingt ja beängstigend. Total beängstigend. Stimmt's, Mina? Schau, ich kriege richtige Gänsehaut auf meinem kleinen Finger. Shion. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du zu viel redest? Naja. Ach, vergiss es. Sei einfach still. Je mehr du redest, desto mehr Kopfschmerzen bekomme ich. Lass uns das Ding einfach niedermachen. Let's go! Alles klar, Leute. Okay, die erste Welle. Ein Scharfschütze ist aber eine gute Idee, Leute. Außerdem brauchen wir meiner Meinung nach eine Verstärkung. Welle 1 von 2 ist tot. Alter, oh mein Gott. Erstmal direkt bitte brutzeln. Ich schicke euch ein bisschen Hilfe. Okay, das war jetzt easy. Aber gut, wir sind auch Stufe 35 kämpft gegen Stufe 16. Ich habe einfach mehr als das Doppelte an Kraft. Was mich stört, ist, dass das Ding laggt. Es ist genau wie bei der anderen. Große Klappe, nichts dahinter. Shion, du hast diesmal völlig anders gekämpft als beim letzten Mal. Was ist passiert? Was? Ich weiß nicht, was du meinst. Nein? So hast du dich früher nie bewegt. Das bildest du dir sicher ein. Nur einen. Aber vor allem haben wir nicht noch etwas zu erledigen. Wenn man vom Teufel spricht, da ist Sion. Mina! Du bist gekommen, um uns zu retten. Vielen Dank. Ohne euch hätten wir ein echtes Problem gehabt. Autsch!
Tu nicht so, als ob wir Freundinnen wären. Das geht mir auf die Nerven. Ja, ich bin gekommen, um euch zu retten. Aber das hat seinen Preis. Hier ist nichts umsonst. Du Miststück! Was machst du mit Cap? Moment. Ist schon gut, Eugene. Bleib zurück. Aber ist schon gut. Deinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hast du offenbar alles herausgefunden. Mehr als mir lieb ist. Okay, aber du bist wohl trotzdem gesprächsbereit, da du den ganzen Weg hierher gekommen bist. Wenn du uns von diesem Schatten retten kannst, werde ich alles tun, was du verlangst. Was willst du? Soll ich niederknien und mich entschuldigen? So ein Schwachsinn interessiert mich nicht. Mich interessiert Geld. Wir beide sind Söldner, du weißt, worum es geht. Also, lass es uns einfach mit Geld regeln. Geld? Gebt mir euren Verdienst für diese Mission und das gesamte Eternium, das ihr gesammelt habt. Alles. Dann werde ich euch helfen. Was? Das ist Halsabschneiderei! Glaubst du, wir würden denn dem jemals zustimmen? Ihr habt eure Verbündeten getäuscht, Befehle missachtet und seid einfach von eurem Posten verschwunden. Aber ich bin bereit, das alles durchgehen zu lassen. Ich finde, das ist ein ziemlich gutes Geschäft für euch. Überlegt es euch gut. Wenn eure Verfehlungen auf höherer Ebene bekannt werden, wird man euch kaum mit einem Klaps auf die Hand davonkommen lassen. Aber ich bin kein Monster. Ich lasse euch genug, um eure Kosten zu decken, sozusagen als mein Lehrgeld dafür, dass ihr mir die Augen geöffnet habt. Das klingt angemessen. Hey, auf wessen Seite stehst du? Okay. Cap! Unter einer Bedingung. Wir ernten die Lorbeeren für die COS, die wir erledigt haben. Das ist doch fair, oder? Wie gesagt, so ein Schwachsinn interessiert mich nicht. Mich interessiert Geld. Macht daraus, was ihr wollt. Okay, dann ist es geregelt. Wir sind wohl wieder im selben Team. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, Mina. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Vielen Dank für das Geschäft. Bitte gerade. Ihr geratet mit euren Zahlungen nicht in Verzug. Meisterin, bilde ich mir das nur ein oder habe ich zwischen den beiden gerade Funken fliegen sehen? Was denkst du, die Einschätzung einer Frau wäre hilfreich? Frag mich nicht. Ich habe keinerlei Ahnung. Sehr schön. Ja, wir haben das gut geschafft. Eine Operation, denke ich, schaffen wir auf jeden Fall noch. Eben noch mehr Eternium abholen. Wir haben so viel von dem Zeug, das ist unglaublich. So, wir machen direkt mit der 4.4 weiter, würde ich sagen. Und wenn ihr keine weiteren Folgen von Let's Play Counter-Strike verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, favorisiert, liked und kommentiert. Aktiviert die Glocke, so verpasst ihr nichts weiteres. Oh. LOL? Warte mal kurz, das kann doch wohl nicht sein. Oder? Oder, also haben wir jetzt hier eine Einschränkung? Tatsächlich. Ich muss die beiden mitnehmen, das ist böse. Dann würde ich aber sagen, dann nehmen wir mal Carmen mit. Und, hier, die, Nanahara. Passt, das passt wohl. Die beiden sind gut. Damit habe ich einen Supporter und eine meiner stärksten Fronteinheiten. Ihr verachtenswerten Menschen! Nun gut, diesmal werde ich mich zurückziehen. Allerdings, falls ihr je wieder auf die Counter-Set kommt, merkt euch meine Worte.
Shion, lass sie nicht entkommen. Da! Hat er gerade ein Loch in die Luft gerissen? Aber wie? Was hast du getan? Wie bist du in meinen Subraum gedrungen? Haha, ich habe mal einen Comic gelesen, in dem die Hauptfigur so etwas gemacht hat. Es sah cool aus, also habe ich es geübt. Was? Ich meine, jeder Schwertkämpfer sollte wissen, wie man ein Loch in die Luft reißt, oder? Vor allem, wenn man seinen Lebensunterhalt in einer Welt verdient, die von Waffen und Kugeln beherrscht wird. Ist er eine Art Monster? Ich weiß es nicht, also er ist auf jeden Fall sehr notgeil. Da fällt mir ein, dass ich dich nie gefragt habe, was ist eigentlich deine Counterklasse? Ich fürchte, das wäre ein Eingriff in meine Privatsphäre, Mina. Seid still, Leute! Brücke, habt ihr das Gebiet hier auf Verderbniskernkristalle geprüft? Kernsignale, entschuldige. Was? Ach, stimmt! Wir haben Verderbniskernsignale von Ministra entdeckt. Somit gibt es ein neues Missionsziel. Besiegt Ministra. Shion, du stellst sicher, dass sie nicht wieder in den Subraum entkommt. Ich werde mein Bestes geben, Meisterin. Gut. Das wäre geklärt. Bringen wir es hinter uns, damit wir diesen elenden Ort verlassen können. Es ist an der Zeit, diesen dummen Geist zurück in sein Grab zu stecken, wo er hingehört. Let's go, Leute! Ja, das dauert gerade einen Moment. Oh, das ist nicht gut. Okay, das hängt schon sich wieder gerade schon ein bisschen auf. Das ist gar nicht gut, Leute. Oh, Internetprobleme. Das ist gar nicht gut. Vor allem merke ich gerade, dass mein Akku nicht ganz mitmacht. Also sollte ich mal schnell ein bisschen anschließen. So. Oh Gott, wir nehmen ganz schön viel Schaden. Das ist nicht gut. Gib ihr ein bisschen. So. Nimmt enorm viel Schaden. Aber wir können sie... Okay, wir drängen sie zurück. Warum kommt die andere her? Was soll das denn jetzt? Wir hauen einfach mal alles raus. Das war's. Ende im Gelände mit ihr. Da! Nein! Nicht! So nicht! So kann ich nicht gehen! Nein! Noch nicht! Die Verderbniswelle verschwindet. Verschwindet. Kill von Ministra bestätigt. Im Verderbniskern wird keine Reaktion festgestellt. Wir sehen Anzeichen dafür, dass die Countess-Hyde durch den Verlust ihres Kerns kollabiert. Ihr könnt in etwa 12 Minuten zur Normzeit zurückschweben. Es ist vorbei? Wir haben gesiegt! Gute Arbeit.
Cap. Ich hatte solche Angst. Oh, wie süß. Sollten wir etwas tun, um als Team zusammenzuwachsen, wie Sie, Meisterin? Eine Art Gruppenumarmung oder so? Denkt nicht einmal daran, das ist ekelhaft. Ich glaube nicht, dass du das hören willst, aber ich will es trotzdem sagen. Danke, Mina. Schon gut. Denk einfach daran, deine Zusage zu halten. Komm bloß nicht auf die Idee, sie zu vergessen. Natürlich. Man sieht sich. Moment. Was ist? Nur aus Neugierde. Die ganzen Geschichten, die du mir erzählt hast. Waren das alles Lügen? Hm? Oh. Naja, was glaubst du? Vergiss es. Es war eine dumme Frage. Vergiss es einfach. Man sieht sich. Was hat sie? Worum ging es da gerade? Na, ist schon gut. Es ging um jemanden, den ich vermisse. Nur A, ja, gewinne in 2 Minuten, das haben wir mal geschafft. So, dann hauen wir mal wieder, gehen wir mal in die Lobby zurück. In die Lobby, in die Lobby, in die Lobby. Holen uns eben die Missionsbelohnung. So. Das war's von mir, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Haut rein und tschüss.